Naja. Also Gold ist anders. Ist mehr so. Ich wollte gerade sagen, oder? Das sieht eher aus wie Mokka. Wenn Welpen Durchfall haben, dann hat das so eine Farbe. So sieht das auch aus, wie ein Kindergeburtstagstisch. Ja, ich hatte eben so wenige Kindergeburtstage als Kind, weil ich nie eingeladen wurde. Und ich möchte das jetzt mit Ihnen. Warum bloß? Heute. Ich weiß es nicht. Danke, dass Sie das nicht sofort merken. Wir machen heute Freak Shakes. Freak Shakes sind, ist einfach alles zusammenkippen und dann hoffen, dass es schmeckt. Okay. Müssen wir das danach selber essen oder können wir das verschenken? Wir können das verschenken. Sehr gut. Aber wahrscheinlich werden Sie niemanden finden, der sich so wenig respektiert, dass er das auch essen möchte. Das nennt man auch Diabetes in zwei Schritten. Machen, trinken, fertig. Okay. Stört es Sie eigentlich, dass Sie manchmal auf Ihr Äußeres reduziert werden? Wo passiert denn sowas? Ja, jetzt zum Beispiel, was ist denn Ihr Beauty-Geheimnis? Vielen Dank für das Kompliment. So, reden wir irgendwann noch mal über Politik? Ja, Sie dürfen die ganze Zeit über Politik reden. Ja, leider nicht gut über Politik reden. Jetzt verstehen wir. Es war jetzt interessant, wie Sie gerade das ganze System so aufgeschlüsselt haben, während der Mixer an war. War schade, dass wir es nicht gehört haben. Viele verzweifelte Leute wählen die Linke. Denken Sie, ist das, weil die Leute in Ihnen Hoffnung finden oder weil Sie denken, jetzt ist auch egal? Also die Hälfte wählt uns aus Überzeugung für unser Programm. Die anderen wählen uns aus Empörung über die anderen Parteien. Sie schauen also, wenn ein bisschen angewidert? Ja, wenn ich mir das angucke, finde ich meinen auf immer total lecker. Also in der Tat. Ja, es geht ja nicht um lecker, es geht um Freak Shakes. Also die heißen ja nicht Tasty Shakes, sondern Freak Shakes. Ich komme ja aus der Schweiz. Ich hörte davon. Eigentlich ist es ja wie ein Klassentreffen heute. Eine Schweizerin trifft eine von der Linken. Also es sind einfach zwei verschiedene Klassen, die sich treffen. Ich glaube, spätestens jetzt finden wir niemanden mehr, der das noch trinken will. Sie kennen ja beide Systeme. Finden Sie, die Demokratie bewährt sich? Ich will die DDR nicht wieder haben. Also ich meine, ich hatte nicht für eine Alleinherrschaft der Linken. Nee, dafür kenne ich die zu gut. Aber das wäre ich bei keiner Partei dafür. Okay. Ich hatte zwar eine sehr schöne Kindheit dank meiner Eltern, aber die DDR will ich nicht wieder haben. Das Einzige, was in der DDR besser war, finde ich, ist das Eis. Echt? Ja. Aber also so kommen Sie können noch nicht sagen, dass das in der DDR in besser gab. Spätestens mit der Klimakrise und mit dem Migrationsdruck wird doch deutlich, dass die, das ist eine gute Idee, dass die Probleme nicht irgendwie an der Landesgrenze Halt machen, sondern die kommen halt alle an. Und insofern, es kommt halt das zurück, was man auch an Unterdrückung und an Waffenexporten und so weiter in die Welt exportiert, kommt irgendwann zurück. Vielleicht noch ein Rosan für ihr? Aber das hält doch jetzt nicht. Doch, das ist doch wie dieses Chunker-Spiel. Müssen Sie fürs Internet vielleicht noch so dekorieren? Es gibt. War das jetzt fürs Internet? Ich glaube, das ist einfach das Symbol, dass wenn man's Kapitalismus übertreibt, zu groß wird, dann fällt er auseinander. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen eine gemäßigtere Version von diesem Freak Shake machen. Ich dachte, wir machen für Sie eine DDR-Version. Also einfach alles reinkippen und gucken, ob es schmeckt. Das war wahrscheinlich in jeder DDR-Cocktailbar so. Wir haben hier Gurken, Spreewälder. Mhm. Aber Sie können ja mit dem Gurkenwasser als Basis anfangen und dann die Gurken eher für Deko-Zwecke verwenden. Was können Sie den Leuten für Gründe geben, warum sie links wählen sollen? Wenn du eine Partei haben willst. Schweinefleisch natürlich nicht vergessen, im eigenen Saft. Nee, du, ich bin Vegetarierin. Aber wir müssen das ja. War selten so froh, das sagen zu können. Aber es ist schön rosa. Mhm. Das ist echt. Das riecht jetzt echt so ein bisschen wie Campingurlaub. Das riecht eigentlich wie eine Werbung für den Islam. Sie werden ja seit 3 Jahren gar nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist das, weil die sich jetzt auch nicht mehr für Sie interessieren? Wieso auch nicht? Ja, weil, also die. Das ist unser Erfolg, weil Bodo Ramelow hat sich so erfolgreich dagegen zur Wehr gesetzt, dass die klein beigeben mussten. Bei der Wirtschaftskrise, wieso waren Sie da nicht viel aggressiver? Da hätten Sie einfach ganz krass Propaganda machen müssen und sagen,
wissen, ja, das stimmt, das sind alles Bastarde. Das haben wir gemacht. Es gab nur so wenig Fernsehsender, die darüber berichtet haben. Ja, das muss an der Zensur in der Schweiz liegen. Die wollten es vielleicht nicht so hören, unsere Kapitalismuskritik. Ja, dann so ein Filter drüber, wenn, wenn Leute gegen Armut sind. Jetzt. Das nächste Mal. Das ist ja ein bisschen langweilig jetzt nur so. Da wollte ich doch jetzt aber das Eis drauf machen. Das ich dachte, ich so baue machen. Jetzt einmal so hier rum und dann haben wir so einen Halter für das Eis und das reicht dann auch. Das reicht dann? Ja. So früh geben Sie sich zufrieden mit dem Freakshake. Sie sprechen eigentlich ein gutes Hochdeutsch für jemanden aus Dresden. Haben Echt? Sie das antrainiert? Nee. Also ich finde es fast nicht irritierend. Mhm. So, jetzt sorgen wir für Glamour und machen es ein bisschen golden. Naja. Ja, also Gold ist anders. Ist mehr so. Ich wollte gerade sagen, oder? Sieht eher aus wie Mokka. Sieht eher so. Also wenn Welpen Durchfall haben, dann hat das so eine Farbe. Ja. Wir können ja noch mal über ein ernstes Thema reden. Gerne. Ja. Du bist ja auch viel im Netz unterwegs, oder? Ja. Wie geht's dir eigentlich so mit Hate Speech? Hate Speech? Von meinem, also wenn ich eine Hate Speech halte, ob die Leute das feiern oder nicht? Nee, eher oder ob du so damit attackiert wirst? Das oder geht Shitstorms, eigentlich. Oder kriegst du immer nur so Candy Storms? Ich so, krieg wie immer. Ein Candy Storm? Candy Storm, falls die es nicht checken zu Hause. Candy Storm. Es sind Candies, ne? Visual Comedy. Dann würde ich sagen, Prost. 2000 Kalorien. Wir finden, jetzt jemanden, der das trinkt für uns, oder? Das müssen wir nicht selber machen. Ich mach das. Okay. Ich weiß, ich bin nicht so gut bezahlt wie Sie, glaube ich. Ich muss so Sachen noch selber machen. Guten Appetit. Oh, nicht. Ich dachte, ich fange mal mit den Salzstangen an, die ich geschickterweise ganz oben drauf gemacht habe. Ich wisch mir mal kurz den Mund ab mit einem Stück Kuchen. Wenn man schon mal im Westen geboren ist. Vielen Dank, Frau Kipping. Das war mir ein Vergnügen. Mir auch. Also, es war okay.